Hallihallo, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen heute hier bei der Manfred Ups Show, nee Quatsch, bei LS22 Neighbors. Freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich bin hier gerade wieder unterwegs. Ihr habt es ja in der letzten Folge gesehen, ich müsste meinen Traktor abholen. Es ruckelt immer noch ein bisschen und ich weiß partout immer noch nicht warum. Wir müssen da wahrscheinlich jetzt so ein ganz kleines bisschen damit klarkommen in der nächsten Zeit. Ich hatte heute auch ein bisschen ein Problem, als ich das Spiel angemacht habe, wollte der einen Produktschlüssel haben. Ganz kurz nur, warum auch immer. Keine Ahnung. So, na gut, jetzt rufen wir mal den Ben an. Hallo, ich bin's der Mann. Ben, grüß dich, der Mann hier. Moin. Hier, Ben. Ich habe für dich... Was, warte mal. Achso, ich hab für dich was. Und zwar oben hier bei meinem Waldgrundstück, hä? Ja. Da liegen ordentlich aufgeschlichtete Baumstämme. Ja. Die könntest du abholen, wenn du willst. Ja, wenn ich Zeit finde, mach ich das. Na, ich sag's bloß, dein Radlader ist nämlich auch noch oben. Ja, das weiß ich tatsächlich. Den habe ich gar nicht so viel gebraucht, muss ich ehrlich zugeben. Bloß für die Baumstämme ein bisschen rausholen, aber sonst ja. Liegen am, sag's mal, am Weg liegen die ordentlich ja, aufgeschlichtet. Der Radlader war ja auch eher für mich gedacht zum Aufladen. Ach so. Deswegen schon leider. Da kannst, also wie gesagt, die kannst du eigentlich so wie sie sind direkt aufladen. Ich habe sie ganz ordentlich aufgestapelt. Und auf Länge geschnitten auch schon. Stop. Na, musst du mal gucken. Und dann, wenn... Ja, kein Problem. Und dann müssen wir mal gucken, wenn du die abgeholt hast. So viel sind es gar nicht geworden. Du musst bloß gucken. Ich hab die Spitzen von den Bäumen. Die liegen ein kleines bisschen weiter vorne. Na, die liegen... Also, du kommst ja rumgefahren, dann liegen dort die paar Spitzen rum. Die kannst du ja auch mit aufladen. Und dann, wie gesagt, ist... Oh, hast du heute auch solche Kopfschmerzen? Ich habe übelst Kopfschmerzen hier. Nee, tatsächlich nicht. Ich kann ja fast nicht fahren. Und dann hast du, wenn du noch ein kleines Stück weiter hinterfährst, zum Wasser zu, hast du dann die Baumstämme ordentlich aufgeschlichtet. Musst du mal gucken. Wenn du es nicht finden solltest, dann rufst du mich einfach nochmal an. Ja, sonst ruf ich dich an. Alles klar, dann bis später, hä? Jo, ciao. Ciao. So, wir haben in der ersten Folge gar kein Bild gemacht. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier das nicht mehr. Voll, das Ding. Ja, Manfred hier. Grüß dich, du Stefan hier. Oh, grüß dich, Stefan. Grüß dich, du, wir sind fertig mit unseren Feldern. Pass auf, warte mal, ich sag dir gleich mal, wo wir anfangen. Der Abfahrer, also der Traktor, steht schon bereit. Müsstest dann bloß sagen, wann ihr da seid? Ah, der steht schon am Feld. Ich muss bloß noch mal einmal abfahren. Ich muss jetzt gerade zum Landhandel fahren, einmal abladen.
Ja, mach keinen Stress, mach keinen Stress. Dann muss ich es nochmal holen und dann wird man vorbeikommen. Ja, mach keinen Stress, pass auf. Es wäre der 96, gleich gegenüber von euch. Mhm. Und der 101. Ja. Na? So, pass auf, ich kann dir auch sagen, auf der 96 ist Weizen und auf der 101 ja. Ebenso. Alles klar? Ja. Genau, wenn du da bist, sagst du Bescheid. Ich sollte eigentlich noch fragen. Ich soll dich noch was fragen. Und willst du dreschen oder sollen wir dreschen? Ich kann auch dreschen. Mach ich gerne. Ja, ja, dann stell mir den Drescher hin und. Ja, geht's ein Gang. Ist eigentlich die Post schon bei dir gewesen? Da muss ich dann gleich mal gucken. Nämlich wir warten aktuell noch auf ein Bauteil. Was, auf ein Bauteil? Ja, nämlich die kommen ja, fahren ja erst zu dir und dann fahren sie zu mir weiter. Ach so, ja. Ja. Sag mal, hast du jetzt auch solche Kopfschmerzen? Ja, gerade wieder richtig. Ach so, na gut, dann ist in Ordnung. Klingelingeling, klingelingeling. Pass mal auf, ich krieg gerade noch einen Anruf rein, machen wir so, hä? Na dann, ich leg mal auf. Alles klar. Bis später. Ja. Ja, ups, meine Junge, was kann ich gegen dich tun? Hallo, nicht! Ja, ich bin gerade dabei, deinen Tieranhänger zu entführen. Ich wollte dir bloß Bescheid geben. Ja, geht's ein Gang. Gut. Wiedersehen macht Freude, hä? Ja, natürlich. Natürlich. Ich bin nicht so ein Anhängerdieb. Ach so. Nee, bin ich auch nicht. Also, das muss ich wirklich. Ja, 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 das stimmt. Das war eine schlimme Geschichte, muss ich sagen, bei dir. Ja, der Stachel sitzt tief. Hast du den nun mal rausgekriegt, was war? Nee, ich hab ihn so einen Verdacht, aber ich werd's nicht mehr rauskriegen. Na doch, scheiße. Also, was macht man aber, Anne? Ist richtig, ja. Es sitzt deep in my heart. Das ist natürlich. Jetzt hier unter der. Was war denn das jetzt? Germanisches Englisch oder was war das jetzt? Das war sächsisches Englisch. Ach so. Sächsisches Englisch. Das neue Mode. Mode. Oh, ich krieg die Krise hier. Was ist denn mit dir schon wieder? Machen wir ja nicht meinen Anhänger kaputt. Nee. Eher mein Traktor. Ja, das ist nicht so schlimm. Aber machen wir ja nicht einen Anhänger klar. Was ist denn hier? Nee, mach's nicht. Ich kann ja nichts machen, Alter. Kopfschmerzen. Ach, wie verrückt. Klingt so gleich ganz anders. Und wie klinge ich denn? Klang's gerade kurz ein bisschen anders. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich kenne ja gleich aus der Haut vorn, muss ich ehrlich zugeben. Wie sieht denn das aus? Dem ich hier Witzdorf gleich verlasse. Ui. Aber wegen ein bisschen Kopfschmerzen gleich wegziehen. Ach, ist das sinnlos, ist das doch hier. So eine Scheiße, so eine verfluchte, dreckige. Ich sehe gerade, dass ich hier ein Schwein mit spazieren fahre. Was? Ja. Ich guck gleich nochmal genau, wenn ich das hier aufmache. Aber ich glaube, hier ist ein Schwein im Anhänger. Wirklich? Ich guck gleich mal. Ja, Lieben, ich kann hier nichts machen. Es tut mir leid. Ich brauche hier nicht ansehen. Es geht gar nichts. Scheiße. Es ist einfach. Ja, ich sag's jetzt nicht, weil sonst könnte es passieren. Ich wäre ja überall gesperrt. Ja. Hier ist eine weibliche Sau drinne. Ja, dann kannst du die gleich noch verkaufen. Da kriegst du dann aber die 280 Euro von mir. Ja, kannst du machen. Nee, sinnlos. Raus aus dem Traktor, arschlos. Kann ja nicht ansehen. Oh. So, meine Lieben, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich starte jetzt das Spiel nochmal neu. Wir machen mal eine kleine Pause. Kleinen Moment mal.
Stimmt, meine Lieben, also ich war zuerst einmal, ich habe erstmal hier irgendwas neu gemacht, aber es geht trotzdem noch nicht so richtig. Kopfschmerzen sind immer noch da. Müssen wir ein kleines bisschen damit leben zurzeit. So, Kuli, du bist ja hier noch. Ja. Du hast jetzt das Schwein verkauft. Ich weiß gar nicht, ja, wie das dort reinkommt. Das hat sich wahrscheinlich versteckt. Ich hab dir das Geld auch schon überwiesen. Ja, warte mal, ich krieg gerade einen Anruf noch. Bleib mal kurz dran. Ja. Ja, bitte. Ja, hallo. Hier, Thomas von Landhandel. Ah, Grüße. Ich wäre jetzt dann gleich da mit dem Drescher, ne? Ja, perfekt, du. Wir müssen mal gucken, ob ich dreschen kann oder ob meine Kopfschmerzen zu groß sind, weißt du? Ja, sonst probieren wir mal. Was? Sonst probieren wir mal. Ach so, ja, ja, ich bin jetzt hier. Jo, gut. So. Kuli, was machst du jetzt? Ach so, du fährst Tiere, hä? Genau, also dein Schwein ist abgeliefert. Das Geld habe ich dir auch schon überwiesen. Ah, ich sehe es schon. Wie viel wurden das? Na, 280 Euro. Ja, kannst du vergessen. 300 habe ich dir überwiesen. So, jetzt müssen wir mal gucken, irgendwie kommen die wahrscheinlich gleich bei mir dreschen. Na, hoffentlich klappt das alles bei dir, du. Das wird mich ja freuen für dich. Ja, dann müssen die sonst dreschen, wenn es bei mir jetzt hier überhaupt nicht funktioniert. Ja. Hallo. Ach hier. Hallo, Grüße. Ja. Das ist bei mir das Internet. Das haut nicht hin. Ja, bei uns geht's jetzt, ne? Ich habe eine MS-Zahl von über 300. Oh ja, gut, dann. Durchweg. Dann, ja, dann kann es auch nicht richtig mal rumnehmen. Eieieiei. Na gut, meine Lieben. So, Ja, ich würde mal sagen, ich drehe hier einmal da auf dem Platz eine Runde, geht ja, das? Ja, genau. Und warte mal, ich fahre hier mal weg. Oder wohnt da einer? Nee, hier kannst du drauf fahren. Gut. Ja, ich komme hier nicht weg, es tut mir leid. Ist gut. Es tut mir so leid. Ich lege mal auf, ne? Leg mal auf, ja. Oh, jetzt habe ich auf die 1000. Jetzt geht's. So, warte, ich häng mal ab. Ja, so. Telekom, Jan. Hast du jetzt auch Kopfschmerzen? Nee. Also, na gut. Dann musst du jetzt auf alle Fälle mal fahren. Ja, kein Problem. Kannst du mal kurz aus- und einsteigen wieder? Ah, okay. Siehst du jetzt schon doppelt? Ich sehe jetzt schon doppelt. So, gut. Ja, das sieht doch schon mal hier ganz gut aus. Stefan, grüß dich. Grüß dich. Na, was geht denn ab? Ja, hab grad noch unseren Weizen abgeladen.
Ach so? Ja, die Anhänger habe ich gleich am Landhandel gelassen. Ah, ist richtig. Ich, ich bin jetzt gerade hier ein bisschen. Ich muss mal gucken, wenn da jetzt ein, zwei Spuren gefahren hat, stelle ich euch den Anhänger aufs Feld. Ja. Oder den kann ich auch hier gleich stehen lassen, den kann ich ja selber hinstellen. Ich bin ja mit dem Traktor da. Ja, meiner ist ja hier dran. Ja. Ja, ich stell den dann schon gleich. Dann, wenn wir fertig sind mit dem Feld, rufen dich einfach an, oder? Wegen was denn? Achso, ja. Jetzt, wenn wir hier fertig sind. Ja, wir rufen dann an und ja. Ja, also machen wir das. Alles klar, ich danke euch schon mal, hä? Bitte schön. Gut, tschüssi. Tschüss. Naja, in Karlsruhe und Stuttgart bin ich ja aber nicht. Also gut, ich weiß jetzt nicht, ob das von da irgendwie mitgesteuert wird oder so, keine Ahnung. So, na gut, alles klar. Meine Lieben, dann würde ich aber sagen, wir machen hier erst einmal kurz Schluss. Und, es ist zwar heute ein bisschen eine kürzere Folge und vielleicht ein bisschen eine nervenaufreibende Folge gewesen, aber ich kann es einfach nicht ändern, ihr Lieben. Es ist halt so, wie es ist, ne? Lasst aber trotzdem ein Däumchen da, wir werden es auf alle Fälle fixen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's immer gut, tschüss und ciao.